eine Waffe dazu gewonnen in Sulin. In dem Pulle wackeln meine Titten, ihre Dominanz. So. Voll auf die Fresse, wenn ihr so wollt. Cardio macht sie keins. Die muss ein bisschen mehr poppen. Frequentität, Full Money on Lines. Herzlich willkommen in Video Nummer 2 zu Larrys Wettkampfvorbereitung. Ich hoffe, du hast Video Nummer 1 schon gesehen. Da haben wir über Essen gesprochen. Heute folgt, wie gesagt, das Training und in Video Nummer 3 Recovery und Erholung. Was ich übrigens ziemlich lustig finde. In dem Pulle wackeln meine Titten relativ lustig. So, es geht weiter. Heute sprechen wir über Workout und Cardio. Aktuell macht die Larry einen Dreier- bzw. Vierer-Split. Und ihr aktuelles Training beträgt 60 Minuten. Es ist weder hochintensiv, es ist weder hochvolumig und es ist nicht hochfrequentiert. Wie gesagt, zum aktuellen Zeitpunkt macht sie einen Dreier- bis Vierer-Split und ist ca. 5-mal die Woche im Gym. Cardio macht sie keins. Das gehört nämlich unweigerlich mit zu diesem ganzen Thema dazu. Was sie macht, ist ein Spaziergang mit ihren Hunden. Absolut in Ordnung. Sie ist ungefähr am Tag bei 15.000 Steps. Steps, Punkt Nummer 1, der Non-Exercise Activity Thermogenesis Wert. Der gibt quasi darüber Aufschluss, wie viel Kalorien wir verbrennen, wenn wir nicht schlafen und nicht im Training sind. Also der Großteil unseres Tages entscheidet der NEAT. Das bedeutet, die Kalorien werden am Ende nicht über das Training oder über die Cardio-Einheiten reguliert, sondern wir versuchen, diesen Non-Exercise Thermogenesis zu verändern. Bedeutet, sie soll mehr Alltagsbewegung haben, sie wird öfter Treppen nehmen. Kurz zu Larry. Larry ist selbst Profi-Sportlerin. Sie gehört zu den aktuell 6 Besten der Welt. Und sie coacht selbst. Bedeutet, sie hat dieses ganze Wissen schon, das muss ich ihr nicht erklären, was unsere Zusammenarbeit an der Stelle relativ leicht macht. Larry hat unheimlich gute, tiefe Muskelteilungen. Wenn wir jetzt zum Thema Training kommen, es ist nicht nur wichtig, wie hoch das Volumen ist, die Intensität und die Frequency, also wie häufig die Frequentizität, ihr wisst, was ich meine, wie häufig sie die Woche im Training ist, selbiges beim Cardio. Es geht an der Stelle auch noch darum, welche Muskelpartien sind schwächer als andere? Wo ist ihre Dominanz? Und ich habe für mich ganz klar definiert, die Beine sind eine absolute Stärke. Auch wenn sie nicht riesig sind, sie sind unheimlich tief geteilt, haben einen schönen Schwung, also alles, was ein Bein haben muss. Was mir etwas fehlt, ist die Dichte des Rückens. Sie hat eine unglaublich gute V-Form, also ihre Linie ist wirklich eine der besten der Welt. Und daran möchte ich arbeiten. Ich möchte quasi setzen auf Renner, so nennt man das in der Wirtschafts- und Business-Sprache. Die Dinge, die gut funktionieren, da setzt man sein Geld rein. Und genau das machen wir hier auch. Full Money on Lines. Das machen wir, indem wir ganz speziell mehr an ihrem Rücken arbeiten. Und was mir persönlich noch etwas fehlt, ist die Hamstring-Area. Die muss ein bisschen mehr poppen. Also ihre Rückansicht braucht etwas mehr Bedarf als die Front. Ihre Schultern sind schön rund, die sind richtig gut. Vorderseite des Beins, wie gesagt, nahezu unschlagbar. Waistline in meiner Welt kann man die nie dünn genug haben. Je dünner die Hüfte oder die Taille ist, desto massiver und besser schaut der Rücken aus. Und genau daran möchten wir arbeiten. Das heißt, im ersten Zyklus, wie gesagt, in diesen ersten 4 Wochen, arbeiten wir wahrscheinlich im selben Volumen, im selben Intensitätsbereich, wobei ich dazu tendiere, das Volumen etwas anzuheben. Wie gesagt, auch hier haben wir verschiedene Parameter. Sie hat aktuell 60 Minuten Training, was in meiner Welt relativ wenig ist. Also es geht hoch bis 2-2,5 Stunden, wenn es denn sein muss. Aktuell hat sie, wie gesagt, 60 Minuten. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das Volumen hier etwas nach oben schrauben. Intensität bleibt. Ich weiß, dass Larry ordentlich und richtig gut knackig trainieren kann. Frequency mit 4-5 Einheiten die Woche, absolut in Ordnung. Woran wir aber definitiv arbeiten können, ist das Cardio. Im ersten Schritt, da wir hier, wie schon im ersten Video erwähnt, relativ viel Gewicht verlieren wollen, wir sind hier knapp bei 3 Kilo, werden wir Cardio etwas im Volumen erhöhen. Intensität relativ niedrig, Frequency, da das das erste ist, werden wir morgens wahrscheinlich die ersten 20 Minuten nüchtern machen. Ganz locker, Intensität low, Volumen wie gesagt 20 Minuten. Und dann bin ich mir relativ sicher, werden wir mit den Kalorien etwas gesenkt,
mit etwas mehr Cardio und etwas mehr Volumen etwas Gewicht verlieren und zeitgleich können wir die Muskeln, die wir brauchen, ganz speziell angreifen, indem wir den Trainingsplan umstellen. Aktuell trainiert sie, wie gesagt, im 3er-4er-Split. Den würde ich fast beibehalten mit dem Fokus auf die Rückseite. Und jetzt kommen wir zum wirklich spannenden Punkt. Und das ist der hier. In dieser Maintaining-Phase geht es nicht primär darum, das Gewicht zu verlieren, sondern wir werden, wie gesagt, wie in Video 1 gesehen, die Kohlenhydrate erhöhen auf wieder 400 Gramm und haben eine Waffe dazu gewonnen und die nennt sich Insulin. Insulin ist quasi Response, die Antwort von unserem Körper auf Glucose wie Zucker, Kohlenhydrate etc. Wie schon erwähnt, wir erhöhen die Kohlenhydrate, Insulin-Response wird höher, da wir in dem vorherigen Zyklus schon eine Diät gestartet haben und die Insulinsensibilität erhöht ist. Jetzt macht's langsam Klick. Bedeutet, wir werden das Workout-Volume und Intensität auf ein Maximum, beides nach oben, Frequency wird wahrscheinlich bleiben, Cardio wird wahrscheinlich auch bleiben, plus, minus, je nachdem, wie sich das Gewicht verhält. Das ist eine gute Variable, an der wir drehen können, eine ziemlich kleine, aber eine gute. Und hier möchte ich absoluten Fokus auf die Schwachstellen. Wir werden Rücken sowie auch Hammies wahrscheinlich zweimal die Woche trainieren. Hohes Volumen, hohe Intensität, also voll auf die Fresse, wenn ihr so wollt. Und das Ganze können wir covern, denn sie hat genug Nahrungsmittel, sie hat genug Ressourcen, um das zu füttern. In dieser Phase möchte ich ganz speziell diese Muskelgruppen aufbauen und versuchen, dieses Muskelvolumen auf diese Zeit zu halten. Sprich, wir werden uns weniger auf die bereits starken Punkte fokussieren, wie die Quadrizeps und die vordere Seite, sondern wir versuchen, den Rest aufzuholen. Denn am Ende auf der Bühne ist es am allerwichtigsten, dass sie einen overall guten Look hat. Auf dem Niveau, an dem Larry antritt, geht es nicht mehr um Stärken, sondern um Schwächen. Die Leute suchen nicht mehr nach, wow, sie hat gute Schultern, die haben alle gute Schultern. Wow, die hat gute Beine, die haben alle gute Beine. Auf diesem Niveau wird nur noch das letzte kleine Fehlerchen gesucht. Und es ist mein Job an der Stelle, ihrer natürlich auch, genau diese Punkte zu bearbeiten. Und das machen wir in diesen 4 Wochen. In den kommenden Wochen, also in den nächsten folgenden 8 richtigen Diätwochen, werden wir das Prinzip nicht zwangsläufig verändern. Jedoch haben wir hier, wie gesagt, in diesen 4 Maintain-Wochen die Möglichkeit, durch mehr Essen, durch mehr Energie und dadurch, dass sie noch relativ früh in der Diät ist, noch wirklich relativ viel rauszuholen und Muskelgewebe aufzubauen. Gefolgt von den nächsten 8 Wochen. Und hier ist es ganz wichtig. Im Laufe der Wettkampfdiät entwickeln Athleten, wie soll ich sagen, ihren eigenen Kopf, den sie sowieso haben, aber jeder Athlet hat für sich ja eigene Erfahrungen, eigene Wünsche und da fängt an, dass sich der Kopf langsam dreht. Die wollen immer mehr machen, noch stärker trainieren, noch länger trainieren, noch intensiver trainieren. Problem ist aber, wo wir in Video Nummer 3 dazu kommen, die Recovery bedeutet. Ich möchte Larry in den kommenden 8 Diätwochen vom Volumen etwas nach unten schrauben. Die Intensität soll plus minus so bleiben und die Frequency wird verändert. Und zwar, sie wird verändert im Zuge von, wir werden häufiger, wie gesagt, die Schwachstellen trainieren und weniger oft die starken Parts. Dennoch, es muss gesagt sein, dass die starken Parts nicht vernachlässigt werden, sodass sie sich abbauen oder dann tatsächlich zur schwachen Seite werden. Wir müssen aufpassen, dass wir die Waage halten zwischen Schwachstellen aufbessern und die guten Dinge etwas reduzieren. Wie gesagt, am Ende ist es wichtiger, dass sie einen overall guten Look hat, kaum Schwächen erkennbar sind, statt dass wir eine weitere Disbalance züchten. So, in diesen 8 Wochen geht es primär wirklich Gewicht verlieren, Körperfett verlieren und das Training bleibt an und für sich plus, minus, gleich. Auch hier in diesen 8 Wochen ist natürlich, jede Woche ist anders. Also wie gesagt, eine Diät funktioniert niemals linear. Es geht nicht einfach wie geplant nach unten. Man hat Ups und Downs, Frauen vor allem. Da spielt die Periode mit dabei, da spielt Tagesform, ihre Arbeit, Schlaf, Regeneration, wie gesagt, nächstes Video. Das spielt alles mit dazu. Also dieser Trainingspart wird sehr variabel bleiben, trotz dass er doch in gewisser Weise sehr gut geplant ist. So. Spannender Teil, das wird auch der letzte spannende Teil,
Und zwar die 2 Wochen vor dem Wettkampf. Das ist die Deload- und Refill-Phase. Was ich mit meiner Video Nummer 1. Hier geht es darum, dass wir das Training absolut als unwichtigen Faktor betrachten. Ihre Diät ist abgeschlossen. Bedeutet, hier geht es nicht mehr darum, zu trainieren, bis sich die Balken biegen. Wir müssen jetzt in eine Phase kommen, wo Sie trotz erhöhtem Cardio, trotz intensivem Training in eine erholte Phase kommt. Ihr Körper muss in gewisser Weise ausruhen. Das Ganze können wir in der Peak Week nicht mehr machen. In der Peak Week belasten wir den Körper mit ganz, ganz anderen Faktoren. Da wird das Training runtergeschraubt auf nur noch 60%. Wir werden viel am Essen manipulieren, viel am Trinken manipulieren, viel an der Recovery manipulieren. Das Training ist aber in diesem letzten Part tatsächlich, und deswegen sage ich spannend, fast zu vernachlässigen. Es wird sich nicht zwangsläufig verändern. Sie wird genauso trainieren, sie wird einfach ordentlich das machen, was sie immer getan hat, ohne dass es weiter oder mehr Druck auf sie ausübt. Bedeutet, wir werden weiterhin in diesem Split bleiben, das Volumen bleibt gleich, die Intensität wird wahrscheinlich sogar etwas nach unten geschraubt und die Frequency wird genauso bleiben. Cardio, würde ich fast sagen, ist eine Sache, die man sogar noch etwas weiter nach unten schrauben kann. Thema NEAT. Der wird relativ weit hoch bleiben. Ich schicke sie trotzdem laufen, sie wird trotzdem die Treppen nehmen, sie wird trotzdem zum Einkauf laufen, sie wird die Tüten mit nach Hause schleppen. Das sind die Dinge, die am Ende des Tages diesen NEAT-Wert massiv nach oben treiben. Ich muss sie keine 3 Stunden Cardio machen lassen. Das ist alles in diesen Wochen zuvor passiert. Noch ganz kurz zu erwähnen, in dieser Diätwoche ist Cardio nicht der maßgebliche Regler, um Körperfett zu verlieren. Das muss euch einfach klar sein. Die Effizienz von Zeit zu Kalorienverbrennen ist bei Cardio einfach scheiße. Bedeutet, die meiste Energie verbrennen wir in einem ordentlichen Workout und wie gesagt im NEAT. Cardio hat an der Stelle ganz, ganz andere Vorteile. Kardiovaskuläres System, Sauerstoffsättigung, die Kapazität des Volumens, Pumpvolumen. Also wie gesagt, alles was rund ums Herz, um allgemeine Gesundheit geht. Das ist ganz, ganz wichtig zum Thema Cardio. Aber wie gesagt, massiv Kalorien verbrennen. Nicht beim Cardio. Jetzt kommen wir zur letzten und das ist, wie soll ich sagen, die uninteressanteste Woche. Da geht es tatsächlich darum, weniger zu machen. Sie wird vermutlich an einem Samstag und an einem Sonntag auf der Bühne stehen. Das heißt, sie wird wahrscheinlich nur noch 3-mal trainieren, vielleicht maximal 4-mal trainieren. Sie wird auf Wettkämpfe fliegen, was auch immer noch so ein extra Tag bedarf, einfach um sich auszuruhen. Das heißt, vermutlich wird sie Montag, Dienstag, Mittwoch trainieren, wahrscheinlich Mittwoch fliegen oder Donnerstag fliegen, Freitag wird die Waage sein und Samstag ist der Wettkampf oder Sonntag. Kommen wir zum nächsten Part, der im nächsten Video folgt. Das muss ich hier noch an der Stelle kurz ergänzen. Die letzten Tage sind unheimlich wichtig, um zu entspannen. Die Diät ist abgeschlossen, ihre Form ist super. Wir wissen, wie das Auf- und Entladen funktioniert. Thema Video Nummer 1. Deloading und Refill und das Einzige, was Sie jetzt machen müssen, ist Muskulatur halten, einen kleinen Stimulus setzen, aber definitiv nicht zu viel trainieren. Wenn ich Sie richtig durch die Hölle schicke die letzte Woche, wird Sie Inflammatories bzw. zu Deutsch Entzündungsprozesse im Körper oder im Muskel vor allem entwickeln und genau das soll nicht passieren, denn entzündliche Prozesse gehen immer mit Wasser einher und genau das möchten wir so gut es geht eliminieren. Und deswegen die letzte Woche Intensität niedrig, Volumen niedrig, Frequency niedrig, alles einmal die Woche, locker durchgepumpt, nicht allzu lange im Gym, 1 Stunde ist absolut ausreichend, sprich vielleicht 2 Übungen pro Muskel, gute Sätze, Ende. Dann geht man nach Hause und chillt. Man hat seinen Job die Wochen zuvor getan. So, das war's mit dem Thema Workout und Cardio. Ich hoffe, euch haben die Videos gefallen bisher. Das war Video Nummer 2. Lasst gerne einen Daumen da oder einen Kommentar. Würde mich freuen, wenn euch das interessiert. Und wir sehen uns beim nächsten Video Nummer 3.